Ja, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Ich habe jetzt mal hier so eine Kombi gemacht. Dementsprechend bin ich im Stream, dass ich mich mit Leuten ein bisschen unterhalten kann, etc. etc. 76 ist oben. Das bedeutet, das kann ich theoretisch alles durchstreichen. Einmalig sauber. So wie man es in der Medizin gelernt hat, ne? Gut, ja. Dadurch, dass das alles über im Hintergrund einfach weiter Geld gefahren wird. Wunderbar. So, Controller ist voll, das ist okay. Ja, folgendermaßen. Ich mach ganz normal weiter mit Forbidden West und hab dann dementsprechend noch ein Hallo Juna, willkommen zurück. Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich bin jetzt bei Horizon Forbidden West im Aufnahmestream für YouTube. Ich weiß nicht, ob du YouTube guckst oder nicht, aber wir haben The Last of Us angespielt und es lief ganz gut. Begib dich in das Landfall des Vermächtnisses. Es hat auf jeden Fall gut Potenzial und dementsprechend ja, aber wie gesagt, ich muss halt auch noch Videos aufnehmen. Hino ist kurz AFK, das bedeutet, die kommt hoffentlich wieder. Und dementsprechend mache ich ihn ganz normal. Ich weiß nicht, ob du YouTube guckst. Bei mir. Dementsprechend mache ich hier jetzt erstmal weiter. Das da vorne muss der Eingang mit dem Unfall sein. Lebende Arme. Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen. Bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den Anführer ordentlich einen in die Fresse gehauen. Komm zurück. Sie ist es. Die Wahrsagerin hatte recht. Ja, die da wir ja ein Klon von Elizabeth Throwback sind, denken die, wir sind sozusagen eine von deren Ahnen, irgend so eine Sekte, die, was weiß ich, irgendwen anbetet. Und wir. Aufseher Bohai, eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Sind, ja. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnen, wie Alva es glaubt. Oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Der sieht aus wie Ted Farrow. Und das ist unser ehrenwerter CEO. CEO. Also, hier ist sie. Unser großes Interessant. Herz. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein CEO. Wie kann sie als Sobek erscheinen und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnin in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich, Lügen werden uns nicht reichen. Nun sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben.
Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Farrows Geheimnissen, gefunden. Es ist nicht weit. Doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien. Oben liegt ein USB-C-Kabel mit geknickten Stecker. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können. Na dann. Ihr habt Theben gefunden. Wie? Die Ahnen zeigten es uns nicht lange, nachdem wir Landfall schufen. Vor fast einem Jahr. Wegen ein paar alter Daten, die Alva gefunden hat und die ich verifiziert habe. Sie enthielten Details zum Bau eines riesigen, unterirdischen Palastes. Bauplan. Und wo genau? In der Nähe. Hinter den Ruinen unter der großen Pyramide. Typisch. Ted fand Pyramiden toll. Warst du schon mal drin? Ah. Nein. Das ist ein Problem, eins von vielen. Ihr habt wahrscheinlich nicht die Alpha Prime Registry. Erst müssen wir nur zur Ausgrabungsstätte zurückkehren. Ich hoffe, du kommst so gut mit Maschinen zurecht, wie Wahrsagerin Alva behauptet. Das hoffe ich auch. Ich habe echt keinen Plan. Ihr seid in diesen Schiffen. Was für Viecher? War sicher nicht einfach. Größe ist nie einfach. Genau. Es dauerte 7 Jahre, die Flotte zu bauen. Diese Expedition ist das wichtigste Unterfangen unserer Generation. Ein Streben nach Wissen, das das Meer umfasst und bei dem nicht weniger als das Schicksal unseres Stammes auf dem Spiel steht. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Willen des CEO. Die Reise war aufreibend. Und die Wildnis hier ist noch schlimmer. Unsere Matrosen und Soldaten haben sehr gelitten. Das weiß ich. Doch alles für den Ruhm der Quen. Also wenn ich was aus dem Vorgänger weiß, ist, dass Ted schwätzen kann. Das kann er. Die Frage ist nur, wenn das die Reinkarnation ist, sollte ich ihm trauen oder nicht? Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkiefer. Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Hartnäckiger, stärker und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnin wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben, am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist. Na dann. So, begib dich nach Theben. Ich darf aufstocken. Hier kann ich wieder Nebenquests machen, aber die interessieren mich aktuell nicht. Weil hier in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Nebenquests alle so ein bisschen weird. So, warte. Sieht alles soweit ganz gut aus. So, jetzt muss ich nur gucken. Wo habe ich denn hier noch ein Lager? Hier. Ah, das Maschinenstreit. Brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Einfach aus dem Aspekt, ja. Ich weiß nicht, warum große Spiele immer so eigene Minispiele brauchen.
Einfach aus dem Aspekt, ja, ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß nicht, warum jedes Spiel irgendwie immer sein eigenes Minispiel braucht. Weil im Endeffekt, ja. Durch das Verbessern der Ausrüstung, ja, ich würde gerne, wo ist denn jetzt die Werkbank? Hier. Hat mir im ersten Teil wesentlich besser gefallen. Jägerbogen, Sucherjägerbogen, Glühglanz und Glühglanzfragment. Interessante ist, dass irgendwie jedes Nachfolgerspiel meint, es muss einfach mehr von allem machen. Weißt du, du hattest im ersten Teil zwei Bögen, die konntest du halten, wie du willst, sozusagen, ne? Und da konntest du, ich weiß es halt nicht, du konntest halt echt, ne? Du hattest irgendwie drei Pfeile und das hat alles wunderbar funktioniert. Du konntest da mit drei Bögen alles aufdecken. Beziehungsweise alles, alles fertig machen. Also hattest jede Statuseigenschaft reingesetzt. Aber hier hast du jetzt natürlich mehr und hast nur, ja, Bögen spezialisieren sich. Und ich denke, das ist ein bisschen schade. Und ja, das ist ein Jammern auf hohem Niveau. Aber ich meine, komm schon. Guerilla Games. Im Endeffekt will ich doch nur eine Fortsetzung von Horizon. Zero Dawn und nicht irgendwie, ja, wir müssen jetzt irgendwas Besonderes machen, irgendwas besser und ja. Da ist noch eine Drohne, die möchte ich aber jetzt nicht unbedingt. Okay, auf zur großen Pyramide und zum Donnerkiefer. Oh nein. In Zero Dawn haben die Donnerkiefer. Ja, hier jetzt nicht. Interessiert mich nicht. Ja, Donnerkiefer haben im Zero Dawn echt Spaß gemacht. Wie kriege ich denn die Markierung weg? Okay. Haben halt echt Spaß gemacht. Weil du dich halt vorbereiten konntest. Und hier habe ich das Gefühl, dass sie einfach nur retarded stark sind. Selbst auf einfach. Sieht irgendwie nach Boss-Arena aus. Aber irgendwie sehe ich jetzt. Das Einzige, was sie besser gemacht haben, ist, dass du nicht überall diese Aufhebe-Animation hast. Ja, das sind die Marinesoldaten. Ich verstehe. Ja, ihr müsst ja mal. Eine Barbarin! Lauf, Fremde! Hier läuft eine Killermaschine rum! Die Maschine wird dich töten! Da bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Spitzendonnerkiefer, schwach gegen Säure. So. Muss warten, bis er aufhört, nach mir zu suchen. Oh, super! Irgendwie ist die Audio, hallo Audio, Maschinenlautstärke einstellen, das ist alles irgendwie komisch.
Aua. So, wollen wir mal. Ja, das weiß ich. Aua. Ist doch die Yuna in Ruhe. Meine Güte, die will doch nur mit ihrem Haustier spielen. Na komm. Aua. Hey, der Witzka. Not bad. Es geht. Im Hintergrund immer noch. Ich find's hart. So. Wunderbar. Ja, ist doch gut. Maschine erlegt. Euer CEO schickt mich. Ich muss mit Alva sprechen. Na dann unbedingt. Fremde, hier öffnet drüben. Die Tore. Super. Aloy. Alva. Hey. Ach, die süß. Zum Glück geht's dir gut. Oh, du hast diese Maschine erledigt. Aber was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ich war in Landfall, traf deinen CEO. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Und du hilfst uns, reinzukommen? Immer. Vermutlich. Die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Und ich verstehe nicht, was er in Theben sucht. Ich dachte, wir hätten die Daten für dein Volk auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Aloy, du musst vorsichtig sein. Er ist... Da sind sie! Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Wie es auch heute geschehen ist. Du hast dein Wort gehalten. Das freut mich. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Ja. Wollen
wollen wir. So, wie gesagt, das sind YouTube-Aufnahmestreams. Dementsprechend im Hintergrund läuft immer so ein bisschen was ab. Was eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen. Sieh her, die Tür von Theben. Eine Tür wie keine andere. Sieht irgendwie aus wie, wie das Logo von der Bruderschaft von Assassin's Creed. Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Doch dem Vermächtnis nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen und du auch. Sicherlich. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht von der Seite. Du sagtest, sie sei eine lebende Ahnin mit Sobeks ewiger Essenz. Wenn ich darf? So großartig Farrow auch war, er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Das wissen wir aus den Datenfragmenten, den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Und wir fanden Hinweise auf unterirdische Gänge. Vielleicht waren sie für die Arbeiter gedacht. Oder für Diener. Wir können sie nicht nutzen. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser, aber... Ja, ich kann sie nutzen. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Stimmt, wir haben ja jetzt dieses Dingsbums. Bei Sobek gibt's immer einen Ausweg. Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. Na dann. Stimmt, wir können ja... Und tschüss. Ich habe echt keine Orientierung unter Wasser. Und ja, die Aloy hat so ein Tauchding, womit man unendlich unter Wasser bleiben kann. Finde einen Eingang zu Theben. Also wie gesagt, das Einzige, was das Spiel aktuell sehr gut macht, ist halt, wie der Vorgänger, einfach grafisch wunderbar. Überwachungsdrohne? Ach so, ja. Jetzt nicht zu weit runter, weil wie gesagt, wir schwimmen hier über einem Lavasee. Da oben ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Ist interessant, wie man das halt hört. Die Gedanken von Aloy. Unter Wasser. Als würde sie hinter einer Tür stehen. Aber immerhin. Ja, so könnte ich reinkommen. So, nach dem Part muss ich nochmal. Muss ich schon mal kurz ins Bad. Muss ich schon mal ein bisschen frisch machen. Schaust du eigentlich meine YouTube-Videos hier, Juna? Bin mir da nicht so ganz sicher.
Ah, die halten nach einer Weile an. Ich will doch nur da rein. Ja, das klappt so nicht. Frage ist, wie? Ah, sollte ich vielleicht mal hier probieren. Okay. Also so einen ganzen Unterwassertunnel irgendwie finde ich jetzt auch so ein bisschen weird. Hätte jetzt nicht sein gemusst. Und ja, ich habe schon... Ich habe durchaus mitbekommen. Dass ich dem Spiel von Hype 1 extrem stark mittlerweile auf extrem kritisch gegenüberstehe. Habe ich durchaus mitbekommen. Aber bei diesem Ganzen, wir müssen alles in die Länge ziehen und Gameplay-Elemente ist halt alles schon ein bisschen komisch. Und vor allem... Und wieder verkrieche ich mich in Raum, mich im Raum und schreibe, um hier nicht durchzudrehen. Unglaublich, dass was Grigori tot ist. Unser sogenannter spiritueller Anführer war topfit und plötzlich soll er im Schlaf gestorben sein. Und niemand will mit mir darüber reden. Sie behandeln mich wie ein Kind, flüstern hinter meinem Rücken, als ob der Tod nach dem Ende der Welt zu viel für mich wäre. Und wieder verkrieche ich mich im Raum. Und schreibe, Ach so, ja. Um hier nicht durchzudrehen. Brauchen wir nicht. Ja, während ich bei Horizon 1, ne, bei Zero Dawn echt Bock hatte, ist es hier irgendwie ein bisschen komisch. Ich will es hier, glaube ich, gefühlt einfach nur noch durchpetzen. Nichts ist normal an einem Wissenschaftler, seiner Tochter, einem Guru und, seien wir ehrlich, einem Harem, die die Endzeit im unterirdischen Bunker eines Billionärs aussitzen. Aber ich fürchte, durch Grigoris Tod wird alles noch schräger. Er hat Ted ein paar Jahre stabilisiert, mehr oder weniger. Ohne ihn, wer weiß. Und wir wissen nicht mal, was mit ihm passiert ist. Aha. Da hat sich wohl jemand mit ganz vielen intelligenten und taffen Mädels eingesperrt und sich ein Harem aufgebaut. Sind wir mal ehrlich, Jungs. Wer hätte es nicht getan? Und die Damen natürlich, ne, wir müssen es ja jetzt auch, wir machen das ja gleichberechtigt. Die Damen hätten das bestimmt mit ein paar hübschen Boys auch gemacht. Ich muss mal gucken, dass ich mich hier zurechtfinde. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die Wissenschaftlerin das irgendwie hier gemeint hat, aber... Naja, so viel... So viel Stuff habe ich jetzt hier auch nicht unbedingt. Ich weiß, wir alle sind von Kriores vorzeitigem Tod erschüttert. Er war ein spiritueller Mann, der sich nicht scheute, den Vorhang wegzureißen und in Abgründe zu blicken. Ich habe Dr. Sontau gebeten, zu untersuchen, was mit ihm passiert ist. Ich bin sicher, dass er irgendein Leiden gehabt hat. Doch das Wichtigste ist, auch wenn wir ihn vermissen, machen wir weiter. Es kommt alles wieder in Ordnung. Hm.
gerade Ted Farrow, der die Maschinen da größtenteils entwickelt hat, die sich selbst reproduzieren können, damit der ganze Scheiß hier überhaupt erst anfängt. Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang, dann kann ich die Quinn reinlassen. Aber dass der CEO... Da, die Tür. Hoffentlich kann ich sie von innen öffnen. Ziemlich nobel für einen Bunker, ja, das glaube ich auch. Nur Damen sozusagen, interessant. Der Typ hat ein bisschen extrem gelebt. Die meisten von Teds Frauen lehnen mich ab, ja? Sie sind wie Karikaturen von Hausfrauen, die sich für ihren Mann herausputzen. Aber Brianna, die Holosängerin, sie ist anders. What? Sie war immer nett zu mir und ich mag ihre Stimme. Die seit Grigoris Tod auffallend leise geworden ist. Sie spekuliert und tratscht nicht wie die anderen. Sie weiß etwas. Das spüre ich. Und ich werde herausfinden, was... Aha. Verschlossen. Aber was ist mit dem Haupteingang? Ja, ich weiß, ey. Lass mich doch mal in Ruhe nachgucken. Lass mich doch mal in Ruhe nachgucken, Mädchen. Ja, keine Ahnung. Im ersten Part hat sich die Elo halt als starke Frau extrem stark, also gut, ne? Oh, gut entwickelt. Eine Notausgangsfunktion. Aber in dem Spiel. In diesem Spiel ist es irgendwie ein bisschen weird. In diesem Spiel ist es so wie so ein verzogenes Gör. Das Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der CEO macht sich bereit für Theben. Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Farrow, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Du weißt, dass der die Welt untergehen okay. lässt hat. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich, der Erneuerer, der Größte der Ahnen, der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du verstehst, Sobek, du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Es war eher andersrum. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll, bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Ich trage deine Kleidung. Das ist ein Arschloch. Ted Farrow war schon immer ein Arsch. Oh, bei. Doch bequem. Sehr gut. Fahren wir fort. Elizabeth Sobek, die
diejenige, die die größte KI geschrieben hat, läuft im Schlafanzug rum. Richtig. Pharaohs Gebiet. Einfach atemberaubend. Sehr gut. Irgendwo hier hat Pharaoh seine Geheimnisse versteckt. Finden wir sie. Euer Hochwürden, vielleicht sollten wir Waffen an den Ausgang aufstellen. Nun gut, so sei es. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab irgendwie... Der Gedanke, dass all das hat wohl auch diese Tür geöffnet. Erhalten ist. Wie mein Schicksal es für mich wollte. Ich will zwar nicht sagen, Ted Pharaoh hat einen Knall, aber... Aber... An mangelndem Ego mangelt, also an Ego mangelt ihm nicht. Er hat eigentlich nichts gemacht, außer dass diese Lappen für ihn arbeiten mussten. Und hat sich irgendwie wahrscheinlich von Ted klonen lassen. Ich glaube, hier geht es nach unten. Wunderbar. Sag ihm doch nicht alles. Genau ein, Bohai. Für die Märkte. Es wird ein eigenes Kapitel in deinem Vermächtnis, mein Lord. Oh, bei. Das nimmt doch kein gutes Ende. Das sehe ich jetzt schon. Ein Ort, der seiner Sicht. Natürlich, Eminenz. Rihanna hat erzählt, dass Grigori sich in Dateien gehackt und etwas Schlimmes rausgefunden hat. Dass Ted wichtige Leute umgebracht hat, die an Zero Dawn arbeiteten. Ja, das haben wir im ersten Teil gesehen. Grigori bestraft? Ihn getötet, weil er zu viel wusste? Möglich. Wie ist das möglich? Dad sagte, an Grigoris Körper war nichts zu sehen. Sein Herz blieb einfach stehen. Was Interessantes entdeckt? Ich... Hey, das ist merkwürdig. Ja, ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Die da sehen wirklich bedrohlich aus. Ha. Statuen. Die Wächter von Pharaohs Gebiet. Nein. Das sind keine Statuen. Pass auf! Sind Verderber. In Sicherheit. Dann hängt es wohl an uns. Ich will nicht nachlassen. Wir haben keine Wahl. Kein schlechter Treffer. Ich will zwar nichts sagen, aber oh, die so viel Spaß dran. Guter Schlag. Weiter so. Ja, ich weiß. Komm hoch, Mädchen. Das Ding brennt. Ah, echt? Mach Sachen. Sieht alles hier soweit ganz gut aus. Danke. Wo ist Aufseher Bohai?
Er ist zur Oberfläche zurückgekehrt. Eine weise Entscheidung. Das glaube ich. Wir dürfen nicht mehr Wahrsagerinnen verlieren als nötig. So, genug gewartet. Wir müssen weitermachen. Ich glaube nicht. Warte mal, habe ich wirklich ja. So, ich suche doch die Omega-Freigabe. Die ist doch bestimmt da hinten. Sonst würden die Viecher, standen die Viecher da nicht. Ich bin einigermaßen froh, dass ich es auf einfach gestellt habe. Stachelwerfer. Brianna ist heute Morgen nicht aufgewacht. Sie ist tot. Wie Grigori. Ich blicke auf die riesige, hässliche Statue von Ted in der großen Halle. In seine Augen. Und ich weiß, dass er mich beobachtet. In den Arsch. Er beobachtet uns alle. Ja, ich weiß, dass es ein Arsch ist. Er hatte immer Macht über uns. Ich wusste nur nicht, wie viel. Ja. Hast du Daten gefunden? Ein Fragment. Ein Beleg für Teds Macht. Ah. Ja, sprich ihm erstmal nach dem Mundwerk. Ich wette mit dir, wir müssen später gegen den kämpfen, weil der irgendwie wieder die Wahrheit herausfindet und die nicht verkraften will. Wir müssen für ihn die Wahrheit herausfinden, das findet er natürlich nicht toll. Als ich diesen Ort erbaute, als die Spezialsysteme... Was hast du gefunden? Glaub mir. Das willst du nicht wissen. Vermutlich nicht. Als ich diesen Ort erbaute, als die Spezialsysteme entworfen wurden, wusste ich, was ich wollte. Schutz, natürlich. Eine unendliche Energiequelle, natürlich. Aber auch Kontrolle. Über jede mögliche Eventualität. Schließlich weiß man nie, was passiert, besonders wenn das menschliche Element eine Rolle spielt. Na dann. Nicht schick. Also mir gefällt die Entwicklung hier überhaupt nicht. Es wird jetzt ein etwas längerer Part. Aber ist ja jetzt nicht so tragisch. Obwohl, das könnten wir eigentlich im nächsten Part machen. So, YouTube-Aufnahmen. Wir machen dann bis zum nächsten Mal.